Kapitel 2. Anton Levin wurde tot aufgefunden mit 36 ominösen Stichwunden. Wir ermitteln. Tja, Dodo, die Identität und das Motiv von Antons Mörder sind immer noch ein Rätsel. Selbst wenn Marconi irgendetwas damit zu tun hat, ist das keine heiße Spur, leider. Mal gucken, ob Captain Obvious wiederkommt. Hey, wie wäre es mit Bart Williams? Er dealt momentan ganz in der Nähe des Tatorts. Vielleicht weiß er ja etwas. Ach, bitte, Ramirez. Bart ist eine Nervensäge. Jedes Mal, wenn ich den Jungen sehe, stehe ich kurz davor auszulassen und ihn zu vermöbeln. Haben wir Bart schon kennengelernt? Ja, in der letzten Folge. Ja. Aber wir haben gerade wohl keine andere Wahl. Gehen wir. Neuer Verdächtiger. Nein, er ist nicht verdächtig. What the hell? Das ist ein cool farblich abgestimmtes Hintergrundbild. Ja. Hätte gut zu Echo gepasst. Der Typ auf dem Foto? Das war einer von Levins Handlangern. Du kennst natürlich nicht seinen Namen. Da du dich hier herumtreibst, hast du in der Mordnacht etwas gesehen. Hm. Oh, kann schon sein. Ich glaube, du könntest mein Gedächtnis etwas auffrischen. Bart, dein Hintern bekommt gleich eine frische Erinnerung an meinen Fuß, also hör endlich auf mit dem Mist. Ja, ja, schon gut. Beruhig dich. Alles, was ich gesehen habe, war jemand, der vor dem Restaurant Zeug in die Kanalisation warf und weglief. Ew. So viel zum Thema, wir nähern uns jetzt besseren Tatorten. Das war nur auf den einen da bezogen. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Obwohl, der nächste Fall hat einen richtig schönen, also in Anführungszeichen schönen Tatort. Ich finde die Kulisse einfach sehr interessant. Ich schätze sie so falsch an. Wenn dieser Mistkerl uns auf die falsche Fährte gelockt hat, dann ist er dran. Ich hasse diese Kanalisation. Hoffentlich finden wir schnell etwas in dieser Sauerei, bevor mir schlecht wird. Gut, geh du zuerst. Ich gebe dir Rückendeckung. Ich hasse die Kanalisation. Magst du andere oder was? Bart steht jetzt da oben und lacht sich ins Fäustchen. Und jetzt habe ich den Deckel drauf geschoben. By the way, Fun Fact zu diesen runden Deckeln ist, die sind aus dem Grund rund, damit sie halt nicht plötzlich in den Dings reinfallen können. Weil egal wie du den drauf schiebst, der wird immer, oder wird keine Chance haben, komplett reinzufallen. Ja. Eine Geldbörse haben wir gefunden und eine Armbanduhr. Immerhin haben wir was gefunden. Die Armbanduhr steckt er sich dort gleich selber ein. Wertanlage und so. Ja, klar. Also so wie ich Jones kenne. Ja, ist ein bisschen kurios manchmal. Mhm. Gut gemacht, Dodo. Siehst du, es war richtig, dir die Aufgaben zu überlassen. Wir sollten die Armbanduhr untersuchen und... Puh, das ist Levins Geldbörse. Zumindest den Resten seines Ausweises nach zu urteilen. Okay. Okay. Gute Spur. Übrigens solltest du in der Zentrale vielleicht mal duschen gehen. Und ja, macht Sinn nach Jones. Aber wenn schon, er geht wahrscheinlich freiwillig duschen. Aber wenn schon, würde ich lieber zu Hause duschen gehen. Anstatt ja, in der Zentrale. So. Ich will ja auch nur mit dir zusammen duschen gehen. Nein. Warte. Ja, wer weiß, worauf Jones steht? Haare. Ich weiß gar nicht, ob der eine Hintergrundgeschichte bekommt. Aber es gibt Charaktere, die bekommen dann auch Hintergrundgeschichte mit Familie und allem drum und dran. Haare, wir haben Haare gefunden. Gute Arbeit. In Anbetracht dessen, dass wir die Uhr in der Kanalisation gefunden haben, könnten diese Haarreste allerdings von jedem sein. Lass sie uns zur Analyse ins Labor schicken. Grace wird ihren Spaß damit haben. Hängen die nicht an so einem Geländer vorne dran? Ja. Also ich weiß nicht, wie du deine Uhren so wegschmeißt, aber wenn ich meine Uhr wegschmeiße, bleibt die definitiv nicht so an einem kalten Geländer hängen. Es sei denn, du bist Trickshot-Mensch in deiner Freizeit. Ah, ja, aber dann warum? Ich denke, die Haarsträhne von der Uhr gehört einer Afroamerikanerin. Ah. Okay. Das kann kein Zufall sein. Das ist sicher Eve Colemans Haar. Oder Eva Coleman. Nee, müsste ja Eve sein, oder? In diesem Fall muss sie engen Kontakt mit dem Opfer gehabt haben. Wie sonst sollten die Strähnen in seine Uhr gelangen? Sie kannte Levin auf jeden Fall besser, als sie uns glauben machen wollte. Los, konfrontieren wir sie damit. So.
Wir haben Beweise dafür, dass sie Levin besser kannten, als sie behaupten. Zeit, die Wahrheit zu sagen. Wie konnten sie? Was soll's? Anton und ich hatten eine Affäre. Es ist sein Kind, das ich erwartet habe. Oder das ich erwarte. Das ist ja nicht tot. Ich habe es an dem Tag gesagt, an dem er starb, aber Michael wusste nichts davon. Ich wollte ihn eigentlich für Anton verlassen, aber jetzt... Schwierig, What? Ganz schwierig. Wow, dieser Fall wird immer schmutziger. Es nützt allerdings erst einmal nichts, mit Michael darüber zu sprechen. Selbst wenn er davon wüsste, würde er wahrscheinlich kein Wort sagen, bis wir es beweisen können. Was? Du hast eine Beziehung. Fängst dann gleichzeitig noch eine Affäre mit dem Vater an? Kriegst mit dem dann ein Kind? Bitte, was? Ist in deinem Leben falsch gelaufen? Uns fehlt aber immer noch die fünfte verdächtige Person. Ja! Du hast eine Rechnung des Blue Flamingo in Levins Geldbörse gefunden. Das ist Marconis Club. Ah, der steckt auch noch damit drin. Hier ist eine Unterschrift, aber die Tinte ist verblasst. Zeigen wir die Rechnung doch Marconi. Ihr wirst schon wissen. Ja, es ist mal wieder ominös. Und wo ist eigentlich der Ton hin? Ich weiß nicht, wo Ton. Wo Ton, ey? Achso, ich weiß, wo Ton. Ich habe verkackt in der Aufnahme. Wir haben eine Rechnung ihres Clubs in Levin's Geldbörse gefunden. Und ich glaube kaum, dass er sie unterschrieben hat. Können wir nicht einfach die Unterschrift abgleichen im System? Oh, na, erwischt. Ich habe mit dem Russen ein paar Geschäfte gemacht. Na und? Ich fange so langsam an zu glauben, dass ihr auf mich steht, da ihr immer wieder grundlos auftaucht. Was wird das jetzt hier zu so einer richtig komischen Ach, schon gut, Soap, lass oder? Den Mario, wir wollen wissen, wessen Unterschrift das ist. Einfach mal kurz den Super Mario machen. Das werdet ihr Bullen wohl selbst herausfinden müssen. Er will spielen, dann zeigen wir ihm, wie es läuft. Wir gehen zurück in die Zentrale und analysieren alles, was auf der Rechnung steht. Ja, schwierig. Aber wir können sagen, Bart ist es schon mal nicht. Ja, okay. Hätte man ihm nicht mindestens einen Bart verpassen können. Ja, ohne Scheiß. Für den Namen. Muss ja mal an Bart Simpson denken. Also die Unterschrift auf der Rechnung stammt von einem gewissen Dimitri Blanche. Er hat Nachnamen. Der hat auch was kaputt. Und dieser Dimitri muss eine Menge Handwaschgel benutzen. Ich habe Spuren davon überall auf dem Papier gefunden. Es ist nur ein Detail, aber es könnte vielleicht noch wichtig sein. Du hast recht, Dodo. Dieser Dimitri könnte unser Mann sein. Ich bitte Ramirez, ihn für eine kleine Unterhaltung aufzutreiben. Okay. Sehr schön. Reden wir mal mit ihm. Unser letzter Verdächtiger. Wir sind alle 6 Fuß hoch. Ja, das auf dem Foto bin ich. Na und? Marconi ist ein Kunde, wie jeder andere. Genau. Und ihr früherer Boss war sicher nicht besonders glücklich über ihre Geschäfte mit seinem Konkurrenten. Meine Geschäfte gehen sie gar nichts an, Officers. Eine Sache noch. Was sind das für Kratzer auf ihrer Wange? Ich habe mich beim Rasieren geschnitten. Wären sie jetzt so freundlich, die Zeit von jemand anderem zu nehmen. Das reicht, diese Gangster gehen mir so auf die Nerven mit ihrer Dreistigkeit. Was? Ja, schon gut, ich beruhige mich ja schon, meine Güte. Na los, gehen wir in das Restaurant. Mal sehen, was wir über Dimitris Geschäfte ans Tageslicht bringen. Wie rasiert man sich denn bitte schön so? Machst du das mutwillig so mit dem Messer oder? Ja, auch gleich dreimal? Der hat sich bestimmt mit einer Machete rasiert. Ja, aber beim ersten Schritt merkst du auch schon, oh Scheiße, ich soll vielleicht mal aufhören und vor allem, wenn die Wunde so fett ist und dann machst du weiter und weiter. bis dein gesamtes Gesicht verunstaltet ist. Vielleicht einfach motorisch inkompetent. Ja, und merkt keine Schmerzen. Sie mit dem Rasierer zu schneiden, tut fucking weh. Ja. Aber nicht so weh wie 36 komische Stiche auf den Kopf zu bekommen. Naja, ich glaube, nach dem zweiten merkst du davon nichts mehr. Aber nach dem ersten. Es sei denn, du bekommst alle 36 Stiche gleichzeitig. Ja. Aber beim Rasieren machst du... Du bist ja selber, der das macht. Und nicht irgendwie anders. Ja, klar. Heute haben wir es aber auch mit dem Ton, ne? Ich
Ja, vielleicht. Laut, leise, gar kein Ton, laut, leise. Okay. Aha! Dieser Notizblock wird sicher einige schmutzige Geheimnisse offenbaren. Alle Einträge sind verschlüsselt, aber Alex wird den Code schon knacken. Ich möchte gar nicht wissen, was da Schmutziges drin steht. Diese blutige Serviette ist auch schmutzig, aber sie könnte trotzdem interessant sein. Gut gemacht. Schmutzige Serviette ist schmutzig. So, 6 Stunden für das Notizbuch. Ah, ich glaube, nach der Aufnahme muss ich auch wieder in Criminal Case. Die Analysen sind fertig. So. Was war das denn jetzt? Was? Du hast voll in dein Mikrofon reingepustet. Ein Sturm zog auf. Eben war es Licht, jetzt ist es ein Sturm. Was machst du nur? Ja, richtig, Dodo. Okay. Ja, Riffenschlag. Es gibt. Dann reden wir halt nicht drüber. So, Timeskip. Skip, dies mein Dialog. Guter Gedanke. Dodos Blut auf der Serviette stammt nicht nur vom Opfer. Oh. Sondern es enthält auch Spuren vom Handwaschgel. Der Mörder muss sich damit die Hände abgewischt haben. Jetzt werde ich angerufen. Ja, der Mörder hat Handwaschmittel benutzt. So, gut wie jeder in dieser Stadt benutzt dieses Produkt. Damit hat Dave sie auch echt in den Kopf gesetzt. Wenn ihr wissen wollt, worum es geht, schaut den Podcast. Schaut irgendeinen Podcast. Es hat mich zwar einige Zeit und etwas Kopfzerbrechen gekostet, aber ich habe den Code des Notizblocks geknackt. Es ist eine Liste mit Bestellungen und Lieferungen von Levins Restaurant. Scheinbar hat jemand einige der Einträge manipuliert und Unregelmäßigkeiten zu vertuschen. Außerdem habe ich die Handschrift der falschen Erträge dieselbe wie auf der Rechnung. Da ist ein Ist untergegangen. Ich wusste es. Dimitri hat mit Marconi Pläne gegen Levin geschmiedet. Und er hat Wind davon bekommen. Wer jetzt? Ja, der Tote. Ah ja. Los, wir reiben das mal Marconi unter die Nase und sehen, was passiert. Ob das so die gute Idee ist, wir rennen jetzt schon das dritte Mal zu dem hin. Und sehen gerade mal in Kapitel 2. Ja. Das Ding ist, der erste Satz von unserem Analysten wird auch sehr gut auf die Zuschauer. So viel Zeit dafür benutzt, nur um einen Clip zu... Ja. Meine Spülmaschine auch noch ihr Bestes. Das verdammte Buch beweist gar nichts, Detective. Prost. Doch, das tut es. Ich weiß zwar noch nicht, worum es sich hierbei handelt, aber es hat Levin sicherlich nicht gefallen. Boah, ich hab heute einen Knoten in der Zunge. Es ist schlimm. Russischer Wodka und Kaviar zu einem fairen Preis für meinen Club. Das ist alles. Daran ist nichts Illegales. Was Anton davon hielt, war Dimitris Problem. Sicher. Sie würden nämlich auch nie nur daran denken, einen widerwilligen Geschäftspartner loszuwerden, nicht wahr, Marconi? Ach, keine Klugscheißerei. Du wirst nie etwas gegen mich in der Hand haben und das weißt du auch. Aber dafür auf Papier. Das Einzige, was ich noch widerlicher finde als Marconi, ist dieser Gestank von seinem Handwaschgel. Sind dir die Kratzer auf seiner Brust aufgefallen? Die stammen sicher nicht von einer Katze. Mir ist es egal, was er sagt. Wir lassen ihn nicht so einfach davon kommen, wie er denkt. Nicht wahr, Dodo? Was ich ja überhaupt nicht haben kann, ist, wenn Leute so mit ihrem Parfüm so maximal übertreiben, dass man das überall riecht. Insbesondere, wenn man im Bus sitzt. Ja, nicht nur, wenn man im Bus sitzt, sondern generell. Ich kann diesen Geruch einfach nicht abhaben. Ja. Ich rieche gefühlt gar nichts, weil meine Nase ist halt dauerhaft zu. Und dann kommt so eine Person, die maximal Parfum drauf hat. Oh, das ist das Einzige, was ich rieche. Das ist so schlimm. So extrem nervige Gerüche. Ja, verständlich. Sehr, sehr verständlich. Das ist total scheiße, ist das. Alle Allergiker und Leute mit Heuschnupfen kennen das Problem, dass man einfach im Sommer nichts riecht. Ja, nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter. Meine Nase hat halt so Dauerstreik. Okay. Okay. Back zum Thema. Schaut gerne mal in einer der letzten Podcasts. Da haben wir dieses Meme etabliert. Ich kann euch leider gerade aus dem FF nichts sagen, welches Meme das ist.
Welches Podcast das ist? Das Meme kann ich euch schon sagen. Welches Podcast das ist? Oh Gott, Leute, es geht heute nicht. Ich bin einfach unkonzentriert. Und wir haben noch zwei Criminal Case Aufnahmen vor uns. Ja. So, Jan, aber jetzt die Frage, was glaubst du, ist es ein familiäres Problem, weil er die Freundin seiner Tochter geschwängert hat, oder glaubst du, es sind die Bandengeschäfte? Die Freundin seiner Tochter? Das wäre nicht ganz so problematisch. Nein, er hat die Freundin seines Sohnes geschwängert. Es könnte beides sein. Also, vielleicht war es auch Bart. Aber bis jetzt könnte es halt immer noch beides sein. So. Ich gehe davon aus, irgendjemand hat ihn umgebracht und Bart hat die Kasse leer gemacht. Und die Rolex weggeschmissen. Oh Gott, ey, was war das für ein Versprecher? Ah, ja. Ja, wir sehen uns nächstes Mal. Ja. Wir sehen uns nächstes Mal. Beziehungsweise ihr seht uns nächstes Mal wieder. Ihr seht uns, wir sehen euch nicht. Schreibt uns gerne Kommentare, auch wenn dieses Projekt einfach gefühlt nicht geklickt wird. Ist mir egal. Es kommt trotzdem. Schreibt auch, trotzdem Kommentare. Schreibt trotzdem. Und wir werden euch auch trotzdem mit weiteren 100 Folgen zumüllen. Das ist mir relativ egal. Wir sind ja jetzt bis schon bei Folge 12 Mal. Oder 13 oder so. Nächstes Mal geht's weiter und übernächstes Mal geht's auch weiter und danach geht's weiter und es geht immer weiter und weiter und weiter und weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Yeah.